Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es im Titel gelesen und ich glaube, ihr habt alle Bock drauf, denn wir werden uns heute wieder gemeinsam verstörende und vor allem gruselige Kurzhorrorfilme anschauen. Da haben wir ja schon teilweise Kurzhorrorfilme angeschaut, die absolut kinotauglich meiner Meinung nach wären. Doch ich würde sagen, bevor wir loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und der Quietschestuhl... Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und wir fangen direkt an mit dem ersten Kurzhorrorfilm. Let's go! Alright, meine Freunde, wir fangen an mit dem ersten Kurzhorrorfilm. Er trägt den Titel Sweet Dreams, also süße Träume. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Es ist von dem Creator... Ja gut, ich schreibe es einfach hier unten immer rein, dann könnt ihr euch den Film selber nochmal anschauen auf YouTube. Also, ich würde sagen, let's go, Sweet Dreams, Film ab! Good night, honey. Kann ich natürlich auch Sweet machen. Dreams. Ein dunkles Schlafzimmer. Na gut, es wird Nacht sein. Ein dunkles Schlafzimmer. Junge. Vielleicht geht es um einen Albtraum in dem Film. Oh, guten Morgen. Okay, er scheint irgendwas wahrgenommen zu haben in dem Moment. Oh oh. Das Horrorszenario, was jeder von uns als Kind hatte. Ach, irgendwie tut mein Kopfhörer voll weh im rechten Ohr. Jeder von euch kennt das Gefühl, oder? Was passiert? Also jeder von uns kennt dieses Horrorszenario. So, du liegst nachts im Bett, als du noch jung bist. Und hast einfach Angst, dass irgendwas in deinem Schrank ist. Hä? Ah. Also scheint es... diesen Mann seit Jahren irgendetwas zu plagen, weil das war ja gerade eben noch eine Aufnahme, wo er ein Kind war. Okay. Also es scheint er, seit er ein Kind ist, Angst damit zu haben. Angst davor zu haben. Oh, er muss sogar Medizin dafür nehmen. Oh oh, dreh dich nicht um. No! Oh, er weiß ganz genau, dass er nicht alleine ist. Boah, stell euch mal vor, ihr werdet so jahrelang heimgesucht von irgendetwas. So wie dieser Mann jetzt gerade in diesem Film. Jo, das muss schrecklich sein. I know you're not real. Oh. Thank you.
wusste irgendwie, dass ein Jumpscare kommt, aber ich habe mich trotzdem erschreckt. Cool. War eigentlich ganz witzig. Ja. Also es scheint sich hierbei um ja, irgendeine Person gehandelt zu haben, die seit Jahren irgendwie heimgesucht wird von irgendetwas. Von irgendeiner Frau. Ja, war ganz nice auf jeden Fall. Geben wir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Cool, machen wir weiter mit dem nächsten Horrorfilm, denn ich habe natürlich ein paar für uns vorbereitet. Let's go. So, und zwar trägt der nächste Horrorfilm, welchen wir jetzt anschauen werden, The Pennyman. Der geht ein bisschen länger als die anderen, die wir angeschaut haben. Ja, schauen wir einfach mal rein. Ich bin gespannt. Let's go. The Pennyman. Alright. Now remember, you must find all three before the light goes out. I know. Are you ready? Wait, the coins. Sie muss alle drei finden, bevor das Licht ausgeht. Alle drei was? Und irgendwelche Coins hat sie bekommen, irgendwelche Münzen. Who goes there? Penny, klopf, klopf, Fitz. Give me three. And your nightmares I shall take from me. Okay, sie schiebt jetzt einen Coin durch, aha. Die scheinen irgendein Spiel zu spielen, ich hab's noch nicht ganz verstanden. Sie klopft immer an und dann sagt sie irgendwas. Penny, Penny, give me two. Tell me, and I'll come for you. Okay, sie gibt dir noch eine Münze. Vor allem, das ist ihre Schwester, oder was? Die da so im Bett chillt. Ui, was passiert jetzt? Creepy. Also, nochmal ein Penny, oder was? Die Stimme verändert sich ja, hat sich ja von der Frau von Münze zu Münze verändert. There's only two. Oh, sie findet keine drei Münzen mehr. No, no, I found it. Sie hat die dritte Münze gefunden. Jo. Was zum Teufel? Vor allem, als ob die Schwester so krank liest, dass sie es nicht mitbekommt. Aber jetzt auf einmal. Okay, wurde halt einfach mitgenommen. Bestimmt, das war bestimmt der Pennyman. Ich würde nicht nachschauen, wenn ich du wäre. Ich würde das nicht tun. Ich würde am liebsten lieber. Ja, nimm eine Laterne mit. Hauptsache, du hast ein bisschen Licht. Ich ahne Böses.
Oh oh. War das der Pennyman? Aber das war ja eigentlich, es war ja die Mutter eigentlich, ne? Die hat sich aber voll verändert. Ah, da ist das kleine Child. Claire? Claire? Hallo? Claire. Oh, da kommt's. Come on, hurry up. Careful, careful, careful. We gotta go. Hurry up. Ins Geheimversteck. Also ich hätte nicht so langsam die Tür zugemacht, wenn ich die gewesen wäre. Oh, warum habe ich mich so erschreckt? Das ist doch nur eine Frau. Ach, das war's. I don't know. Also, ich weiß nicht, warum ich nie so ganz zufrieden bin mit diesen. Also, ich meine, der war ja jetzt nicht schlecht. Aber halt auch nicht so krass. Ich habe irgendwie wieder was anderes erhofft. Also zumindest mehr Erschrecken. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Aber trotzdem okay. War trotzdem okay. Wir machen weiter, denn ich habe noch einen für uns vorbereitet. Alright, wir machen weiter mit dem nächsten. Er trägt den Titel Man on a Train, also Mann in einem Zug. Schauen wir rein. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Film in einem Zug spielen wird. Oh, war schwer zu erraten. Wenn ich mich jetzt täusche, dann ja. Schauen wir rein. Let's go. Ich höre auf jeden Fall einen Zug. Man on a train. Wir sind bereit und wir freuen uns auf den Film. Hi. Grüß dich. Du hast hier eine Menge Platz. Setz dich hin, wo du möchtest. Lock dich da doch einfach hin. Hinten im Eck ist immer gut im Zug. Da sitze ich auch gerne, falls ich mal Zug fahren sollte. Weiß zwar nicht, wann ich das letzte Mal in einem Zug saß, aber wenn ich Zug fahre, sitze ich auch immer gerne irgendwie weit weg von allem. Sie lauscht also gerne. And I was like, okay, yeah, I'll walk around the back of the, So yeah, then he wanted me to look at the pictures. So I went around to his side of the camera and it was so weird. Like, he just so slowly put his hand around my back. Why didn't you call me? Well, obviously I wasn't. Yeah, I can't remember. Also sie beobachtet das ganze Geschehen, so wie es aussieht. Aber hat sie nichts, um sich selbst zu beschäftigen? Also es gibt immer diese Leute, die immer alles beobachten. Wer von euch ist auch so jemand? Weil ich bin eigentlich fast gar nicht so, muss ich sagen. Ich bin immer so voll auf meinem Handy, wenn ich irgendwo mal in der Bahn gesessen bin oder sitze. Oh, es ist auf einmal niemand mehr da. Ganz hinten saß ein Mann, den habe ich gesehen mit einer Brille. Schau rüber zu dem Mann. Ja, den meine ich. Hat sie geschlafen und... Okay. Weird. Vielleicht ist sie echt eingeschlafen und ist jetzt irgendwie an einer ganz anderen Station. Und alle anderen Leute sind halt weg.
Jo. Was zum Teufel? Ja, ich würde mich auch unwohl fühlen an ihrer Stelle. Aber sowas von. Wo ist er? Jo, was für ein weirder Mensch. Er kommt immer näher auf jeden Fall. Nein, nicht schauen. Und der Film ist zu Ende. Aber den fand ich ganz cool. Hat was. Vor allem, weil die so ein offenes Ende da am Schluss gemacht haben, dass du dir quasi dann so selber ausmalen musst, was passiert ist. Fand ich eigentlich ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Mini Nightmares heißt der Kanal. Doch, war cool. War nice gemacht. Hat mir gut gefallen. Ja gut, meine Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich tue mal kurz das Mikrofon hier rüber. Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr habt euch ein bisschen gegruselt. Ich fand's creepy, aber ich muss schon ehrlich sagen, wir hatten schon bessere Horrorfilme. Also, und deswegen hätte ich jetzt an euch eine Bitte. Denn wenn ihr gute Kurzhorrorfilme kennt, wo ihr euch wünschen würdet, dass ich darauf reagiere und sie gemeinsam mit euch anschaue, dann schreibt mir unten die Titel in die Kommentare, wie die Kurzhorrorfilme heißen und dann werde ich mir diese gemeinsam mit euch anschauen. Denn ich habe es immer wieder gelesen, dass mir Leute von euch Kurzhorrorfilme empfehlen und wollen, dass ich darauf reagiere. Deswegen, wenn ihr welche kennt, die gut sind, schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt es mir auf Instagram und dann schauen wir uns die gemeinsam an, reagieren gemeinsam drauf. Und in dem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr wieder am Start wart. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Wie immer natürlich, danke für den ganzen Support. Ich liebe euch, ihr seid die Besten. Und wir sehen uns dann in 2-3 Tagen mit einem neuen Video. Keine Ahnung, wann ich dieses Video hochlade, deswegen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, Friends, bleibt gesund und habt einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das Video angeschaut habt. Macht's gut.